Hi, willkommen zu meinem mehr oder weniger ersten Hörspiel. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Adiator und ich möchte euch eine Geschichte über mich, meinen Schurken, dessen und meiner Vergangenheit und vielleicht auch etwas über Käseschnitzel erzählen. Reden wir mal nicht allzu lange über die Geschichte, sondern steigen gleich ein. Ich öffne meine Augen und finde mich in einer Welt voller Dinge wieder, die ich in meinem Zockerdasein noch nie gesehen habe. Bäume, Wiesen, Tiere und Menschen. Alter, sowas findet man echt nur hier. Genau das Richtige für mich. Was muss ich überhaupt machen? Ich habe zwei Dolche in meinen Händen und trage ein Lederoutfit. Alles klar, ich bin Ninja. Ich versuche mich einfach mal an der Wache da vorbeizuschleichen und ah fuck, die hat mich gesehen. Ich habe schon viele Comics gelesen und weiß daher, dass das Ausrufezeichen auf ihrem Kopf bedeutet, dass sie mich gesehen hat. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als sie zu konfrontieren. Und am besten verhalte ich mich dabei möglichst unauffällig. Seid gegrüßt, Schurke. Wir haben hier ein paar Probleme mit den. Halt dein Maul, du Lappen, Digga, ey, noch ein Wort und schon mal ein Homies. Yo. Die Wache starrt mich verwirrt an und weiß scheinbar keine Antwort darauf. Nice, verstummen kann ich also schon mal. So langsam gefällt mir das Spiel. Jetzt will ich aber erstmal meine Täuschungskünste verbessern. Schließlich will ich der allerbeste Ninja werden. Ich schaue mich um und bemerke mehrere Kobolde um mich herum. Perfekt. Wie könnte man besser seine Ninja-Täuschungskünste erweitern, als mit dem Versuch, einem Kobold die Kerze zu stehlen? Ich gehe also zu einem Kobold und versuche es erstmal mit der guten alten Ablenkung. Guten Tag, werter Kobold. Haben Sie gewusst, dass man anhand der Länge der eigenen Nase die Länge seines Du nicht nehmen Kerze! Ach, fuck! Alleine hätte ich den Kampf locker gewinnen können, aber so ein Kobold hat einen ziemlich großen Freundeskreis. Okay, neuer Versuch. Dieses Mal schleiche ich mich an den Kobold ran und werde einfach. Haltet ein, Schurke! Meine Augen nahmen wahr, wie ihr an zwei Kobolden. Es waren 15! Zwei Kobolden! Krepierzeit! Na und? Ich hab gerade erst angefangen, das kann mal passieren. Sie haben eure Rüstung vom Leib gerissen und euch unehelich von vorne und Alter, hinten. hören Minderjährige zu! Verzeih mir, ich möchte euch anbieten, von mir trainiert zu werden. Vielleicht gehört das ja hier zur Story. Ich nehme das Angebot an. Nun gut, eure erste Lektion wird sein, einen Kampf mit einem Totschlagargument zu entgehen. Das bedeutet, ihr müsst immer etwas Gutes und Sinnvolles entgegenbringen können, sollte jemand versuchen, euch herauszufordern. Das ist alles, ist doch easy. Ich hab die besten Toastschlagargumente. Dann wollen wir mal nicht länger warten. Wie wäre es, wenn ihr mir ein paar eurer schweren Münzen abgebt? Der Beutel, den ihr mit euch trägt, muss doch viel zu schwer für eure Knochen sein. Deine Mutter ist zu schwer für meine Knochen. 2 Tage später. Ihr seid die dümmste Person, die mir je untergekommen ist, aber letztendlich habt ihr es doch zu einem richtigen Schurken Ninja! geschafft. Doch eure wahre Prüfung steht noch bevor. Und die müsst ihr alleine bestreiten. Jetzt bin ich also auf mich allein gestellt. Meine Täuschung ist perfekt, mein Schaden einzigartig und Rüstung habe ich auch wieder an. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten, der allerbeste Ninja zu werden. Da mein Level in den 2 Tagen den empfohlenen Wert dieser Gegend überschritten hat, mache ich mich auf die Suche nach einer Unterkunft in einem geeigneten Gebiet. Ich begebe mich Richtung Süden. Schließlich habe ich keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Ausgang. Was wollt ihr? Ein kleines Dorf mit Gebäuden, die man an einer Hand abzählen kann, zeigt sich langsam zwischen Bäumen und Sträuchern. Nicht gerade das beste Ambiente für ein Ninja, wie ich finde, aber das muss erstmal reichen. Kurze Zeit später stehe ich auch schon vor dem Eingang eines Gasthauses, zur Höhle des Löwen. Ich zögere etwas, denn man weiß ja nie, was einen erwartet. Doch dann überwinde ich mich einzutreten. So schlimm kann das ja eigentlich nicht sein. Herzlich willkommen zur Höhle des Löwen. Möchten Sie eine Schlafgelegenheit oder sind Sie nur zum Gucken da? Kommen Sie ruhig näher. Sie können mir vertrauen. Alter Fuck, was war das denn? Kommt den einen, kommt passiert schon das nächste. Was ist das? Die Gilde Dicke Mösen möchte euch zur Gilde hinzufügen. Was? Nein. Aha. Die Gilde Schwellhoden möchte. Was? Oh Gott, nein! Alter, ich will keine Gilde! Ja, Alter! Ja, gut, ist ja gut, ich nehme ja schon an! Sofort werde ich im Chat begrüßt.
Herzlich willkommen in der Gilde, die Lollipop-Sisters. Da wir alles einladen, was sich nicht wert, ist es uns auch völlig egal, wie weit wir unserem Stammbild kommen. Und deswegen bist du jetzt im Raid dabei. Er startet in 3 Tagen. Du bist doch ein Mensch, oder? Wir haben so einiges in der Gilde. Naja, ich weiß nicht, wie ein Ninja in der Gruppe arbeitet, aber ich werde mal mitmachen. Immerhin scheinen die sehr ruhig zu sein und nehmen keinen übel, wenn man einen Fehler macht, richtig? Etwa 3 Tage später. Nice, die 100 Euro für den Levelboost haben sich gelohnt, gerade so fertig geworden. Jetzt kann ich den Raid mitmachen. Schon etwa 1 Stunde später hat sich der Raid zusammengefunden und wir stehen vorm ersten Boss Odin. Okay Leute, Konzentration. Pull kommt. Milias gehen wir immer rechts und die Rangers bitte links. Weicht den Flächen und vor allem den Käsebällchen aus. Bringt die Ads an die richtige Stelle, das rote Ad unbedingt zu rot. Zu rot? Rot! Hey, wo rennst du hin, Paladin? Rot zu rot! Sorry, ich bin farbenblind. Und wenn dir beide Arme fehlen, bring das scheiß Ad an die richtige Stelle, verdammt. Du kannst keine Farben erkennen. Escape Interface Zugänglichkeit Farbenblindmodus für Benutzeroberfläche aktivieren. Mann! Plötzlich sind alle tot. Sowas nennt man dann wohl Vibe. Ey, ich reg mich ja selten auf. Aber seid ihr alle zurückgeblieben? Der Boss ist so einfach und so ein scheiß Penner schafft es nicht. Ein Ad, nur ein Ad. Eine Aufgabe von A nach B an die richtige Position zu bringen. Und mit scheiß Penner meine ich nicht nur den Paladin. Wir wollen hier alle was erreichen, Mann. Und ich nehme mir die scheiß Zeit für euch. Alle miteinander. Scheiß Penner, Noobs, Gims, Grünschnäbel, Amateure, Erntehelfer, Newcomer, Boons, Newbies, Krummfinger, Stifte, Rookies, Lehrlinge, Schmetterglatzen, Queen, Horns, Barbies, bunte Ponyweltspieler. Ihr seid scheiße. Nein, ihr seid der Schaum auf der Scheiße. Jetzt bewegt euren Arsch wieder zu dem Boss, damit wir den heute noch legen. Meine Fresse. Ey Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Sind die jetzt alle aus dem TS oder was? Ey, Spieler, die keine Kritik vertragen können. Die haben in meiner Gilde hier nichts verloren. Daraufhin hat er alle aus der Gilde gekickt. Mich auch. Scheinbar hat er nicht mehr drauf geachtet, wen er alles kickt. Nur gut. Wieder gildenlos wandere ich nun ziellos in einer schwebenden Stadt namens Dalaran umher. Was sind das überhaupt für Fähigkeiten in meiner Leiste? Warum haben meine Waffen einen Skilltree? Und warum sind da so viele Ausrufezeichen auf der Karte? Der Boost hat ganz schön viele Fragen aufgeworfen. Ich begebe mich also in einen Handelschat und bitte um Hilfe. Schließlich sind alle WoW-Spieler eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft, wo sie kann. Versuchen wir es mal mit der Frage nach einem Klassenguide für Ninjas. Schnell bekomme ich eine Antwort. Deine Mutter ist ein Ninja-Guide und Versuche es mit Alt und 4 haben mir allerdings nicht weitergeholfen. Ich bekomme keine Hilfe und werde mit Informationen überwältigt. Da bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig, als einen neuen Char zu leveln, bis ich alles verstanden habe. Und die Moral von der Geschichte, boosten lohnt sich nicht. So, das war ein sehr kurzes Hörspiel von mir. Ich habe schon mal Hörspiele gemacht, die werde ich aber nicht verlinken, da die scheiße sind. ich wünsche euch trotzdem eine frohe Weihnacht. Vielleicht konntet ihr was aus der Geschichte lernen, keine Ahnung. Schaut unten mal in die Leute vorbei, die mitgemacht haben. Ihre Kanäle sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und bis dahin, schöne Feiertage, guten Rutsch, was auch immer. Ciao, haut rein. Test, Test, Test. Hi, willkommen zu den Brawl Studios. Ha, etwa 3 Tage später. Genau richtig, ne? Alter! Sorry, bin farbenblind. Ich bin ein Zauberer und ich verzauber Brawl Studios. Sag mal, sind die jetzt alle aus dem TS? Ey, Spieler, die mit meiner Kritik hier nicht umgehen. Scheiße. Oh Mann, ich bin das echt nicht gewohnt. Von A nach B an die richtige Position zu bringen und mit der Scheiße. Rookies, Lehrlinge, Schulterglatzen, Greenhorns, Barbies bunte Budenwelt. Barbies bunte Budenwelt? Kontenance.